Hallo liebe Freunde, heute möchte ich mit euch meine Erfahrungen mit einem Lasergravierer teilen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Nach meinen ersten Gravierversuchen habe ich mich entschieden, einen billigen Lasergravierer auszuprobieren. Ihr findet viele verschiedene Varianten auf diversen asiatischen Shopseiten. Ich habe mich für eines der billigeren Modelle entschieden. Der Rahmen besteht aus Plastik und der Laser hat eine Stärke von 3 Watt. Mit der Offline-Funktion können die Gravuren auch ohne Computer vorgenommen werden. Kommen wir zum Unboxing. Das Paket kam sehr gut verpackt aus Asien an. Trotzdem das Paket auf den letzten Metern geworfen wurde, hat das Gerät keinen Schaden genommen. Das Gehäuse besteht aus ABS-Plastik und es besitzt 5 Knöpfe an der Oberseite. Mit diesen wird der Offline-Betrieb gesteuert. Im Paket dabei sind ein USB-Stick mit der Software, kleinere Holzstücke zum Testen sowie eine gefärbte Acrylplatte, welche auf die Vorderseite des Geräts befestigt wird. Der Aufbau des Geräts erscheint auf den ersten Blick recht einfach. Zwei kleine Schrittmotoren bewegen die Antriebsspindeln, auf denen eine Art Druckkopf befestigt ist. Auf diesem ist der Laser befestigt, welcher eine Leistung von 3 Watt besitzt. Soweit ich gesehen habe, gibt es noch viel stärkere Laser, welche aber sehr teuer sind. Unterhalb der Konstruktion befindet sich die Steuerplatine. Diese hat einen USB- und Stromanschluss. Auf dem mitgelieferten USB-Stick befindet sich ein Treiber, die Software für Windows oder Mac sowie einige Testbilder. Nach der Installation erscheint dieses sehr einfache Fenster. Sobald das Gerät erkannt wurde, kann ein Bild geladen werden. Die Software verarbeitet diese standardmäßig zu einem Schwarz-Weiß-Bild. Die Größe des Bildes darf maximal 8x8 cm betragen. Dann wird die Laserstärke und die Graviertiefe eingestellt. Möchte man offline arbeiten, kann man das Bild samt Einstellungen auf dem Gerät abspeichern. Sobald der Vorgang gestartet wird, erscheint ein Fortschrittsbalken. Im ersten Versuch habe ich ein Testbild sowie die Standardeinstellungen verwendet. Bei der Verwendung von Lasern ist unbedingt Vorsicht geboten. Schaut nicht direkt in das Licht während des Arbeitsvorganges. Den Fortschritt könnt ihr durch die gefärbte Acrylplatte verfolgen. Das Ergebnis des ersten Versuchs sieht doch mal nicht so schlecht aus. Die Kanten sind sehr sauber geworden. Nach diesem Test habe ich eine kleine Testreihe durchgeführt. Dazu verwende ich meinen Schriftzug sowie verschiedene Materialien. Als erstes habe ich eine Sperrholzplatte mit einer Dicke von 8 mm genommen. Thank you.
Als zweites habe ich Bastelsperrholz verwendet, welches 4 mm dick ist. Zu guter Letzt habe ich noch eine USB-Platte mit 18 mm genommen. Die Ergebnisse der Testreihe zeigen ein unterschiedliches Bild. Auf der Sperrholzplatte war die Stärke des Lasers anscheinend zu niedrig. Am Bastelsperrholz hingegen wurde ein sehr schönes Ergebnis erzielt. Die USB-Platte sieht auch nicht so schlecht aus. Im Bild seht ihr jetzt auch ein viertes Stück. Auf diesem habe ich den Graviervorgang zweimal hintereinander durchgeführt. Das heißt, die Gravuren haben sich überlappt. Damit klappte dann auch das Gravieren auf der dicken Sperrholzplatte. Nach den Tests kann ich sagen, dass auch sehr billige Lasergraviermaschinen gute Ergebnisse erzielen. Das Gerät ist für den Einstieg sehr gut, jedoch können nur Bilder bis maximal 8x8 cm graviert werden. Was mir persönlich am besten gefällt, ist der Offline-Betrieb. Damit ist man mobil und kann überall Werkstücke gravieren. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Lasst mir ein Like oder Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir eure Meinungen und Erfahrungen in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!